So, da wären wir wieder. Neues Ründchen Starfield. Geilo. Oh, ich sag's euch. Das Game macht richtig, richtig Laune. Rein da. Ich häng. Einmal hinsetzen, bitte. Geht's denn? Ach, oh, ich bin so sehr ne blöd, Mann. Oh ne. Das geht anders auch. Ich will Richtung Cheyenne. Da will ich. Warum ist es unerforscht? Ich kapiere es nicht. Ich glaube, das hat irgendein Bug drin, hä? Ich nehme jetzt so wieder. Flieg zu meinem Haus. Beziehungsweise da landen. Dann geht's ja vor mal. Obwohl ich verarsche. Und jetzt kennt er vor mal den Planeten davor oder nicht kennt. So, und von da aus fliegen wir nach Cheyenne. Wo war es denn jetzt? Ich verstehe es ja nicht, warum dass der da sehende Dinge fliegt, ne? So. Tada! Na klar, scannen. War nix dagegen. Wir sind hier fertig. Viel Spaß in Aquila City. Dankeschön. Wo ist? Da ist. So gut ist gleich. Weil ich glaube. Was ich da so gesehen habe, schalten wir da nämlich eine Mission frei für ein neues Schiff. Und das schaut echt cool aus. Ich weiß nicht, ob es besser ist bei unser jetziges. Aber es schaut echt geil aus. Wobei unser jetzt auch nicht schlecht ausschaut. Ein bisschen modifiziert. Hat die ANG sind umeinander probiert. Ey. Oh, das war echt ein Graus. Ohne Frachtbehälter drüber baut. Und dann hat das nicht mehr passt, dann hat das nicht mehr gestimmt. Oh. Das war echt nicht schön. Dann hat sie gesagt, du brauchst mehr Triebwerke, dann habe ich Triebwerke gebaut. Dann war noch der Antrieb selber zu schwach. Von eins ins andere. Hallo Leute, was geht? Das schaut irgendwie voll Fallout-mäßig aus. Megaton oder so, was geheißen hat? Halt! Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Das ist wohl die Entscheidung des Marshals. Ehrlich gesagt läuft es nicht gut. Sieht nach einem Putt aus. Hilfe von außen wäre vielleicht nicht verkehrt. Mir ballert mein einfach alle über den Herfer, der Rest, wo es überlebt, hat Wunder. Sam?
Sam hat mir so viel über Aquila City erzählt. Boah. Ich habe das Gefühl, als hätte ich hier ewig gelebt. Shepard. Ich schau so geil aus. Sagen? Vielleicht, wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Die Security zum Beispiel ist ein Witz. Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwache. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Lass mich machen. Ich kann das. Zurücktreten, sofort! Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Ich fürchte fast, du hast recht. Also, mach mich zum Ranger und lass mich doch rein. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wirk, sie kommunizieren über das Intercom. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Ich bin neutral, ich bin Gottes Kämmer. Diese Situation und schinden Zeit, um sich. Zwar mit Hintergedanken, aber naja. Okay, ich bin bereit, dass. Sag, was du sagen musst. Aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Und was ist, wenn man so ein paar Kugeln in den Kopf fordern? Die können ja eigentlich geben, oder? Was sie wollen. Und erstatte mir dann Bericht. Ich hoffe wirklich, du weißt, was du tust. Iglo. Jetzt mit durch. Ich mach das. Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Jo. Ja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Wir kooperieren, wenn wir kriegen, was wir wollen. Und was wollt? Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Hey, wir haben Mantis. Wir haben Manti. Ich kenne dich. Sagt er das so? Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Und wenn du uns überzeugen musst, du erfolgreiche Entscheidungen treffen, dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablehnung und sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher. Naja. Ich verstehe, was du meinst. Nun wird erst. Jetzt cool. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. In einer Bank fest. Das kaufe ich dir nicht ab. Du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Also, nächstes Thema. Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihnen? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles. Sauber, simpel, war wohl nicht. Alle cool, okay? Wie meinst du das? Mist, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh. Vielleicht hast du recht. Wenn niemand verletzt wird, verbringen wir nicht unser restliches Leben im Knast. Echt jetzt? Das funktioniert. Ja, das wäre noch viel schlimmer. Keiner von uns will zum Mörder werden. Es ist einfach außer Kontrolle geraten. Also. Wer will schon wegen Mord vor Gericht? Du hast recht. Wir wollen kein Blut an den Händen kleben haben. Es ist niemandem was passiert. Also ist der Richter vielleicht nicht so streng. Ja. Das Ganze geht schon lang genug. Ich versteh's nicht. Sag dem Marshall, dass wir friedlich rauskommen. Das hast du hervorragend gemacht. Als Vertreter der Constellation sollten wir uns. Nein, das war voll langweilig. Zu vermeiden. Das nimmt sich. Wie sieht's aus? Easy peasy. Echt, da noch eins. Wie hast du das? Nachdem das Chance Leute sind, grenzt das an ein Wunder? Hier, das hast du. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholt.
Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Bitte bleib ruhig und lass unsere Security ihre Arbeit machen. Emma Wilcox, wo ist der? Muss der Turm? Dieser Turm? Und deine Atmung. Wieder alles normal. Boah. Meistens. Das will ich für zu Hause in unserer Bude haben. Wohl geil. Aber es würde mich nicht davon abhalten, wieder da rauszugehen. Es kommen viele Promis nach Berlin. Wolltest du zu mir? Jo. Ich wurde geschickt. Wenn der Marshall dich geschickt hat, dann will er dich rekrutieren. Ich erkläre dir kurz, wer wir sind und was wir machen. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestars. Ja, interessiert mich nicht. Wir tun alles. Wir alle wirklich wichtig. Aber wir machen das Freestar Collective an klein. Du hast sicher viele Fragen. Okay. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, der Marshall hätte dich. Also. Es ist ein gefährlicher Job, aber ein wichtiger. Solange du deine Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich dich von deinem Können. Du hast zwar schon. Weißt du was? Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Dann solltest du mal aufbrechen. Kila ist wirklich das Herz des Freestar Collective. Wo mal lang? Ah. Mission Board. Warte mal, ich muss was gucken. Moment, ich hab's gleich. Hoffe ich zumindest. Ja. Die Questline, okay, wenn man durchgeht. Nehmen wir dies. Wo muss ich hin? Ah, ist wieder. Gehen wir da rein. Hier. Schwung. Tanjiro, vielen lieben Dank für deine Geschenke. Für einmal Panther und einmal Wassermelone. Oh, vielen, vielen Dank. Jo, es gibt gerade, ich muss sowieso noch ein paar Schiffe kaputt machen. Ey, nein! So eine Rotze. Plünderter Forschungsposten? Wo ist jetzt das? Ist der? Bist du auf dem Planeten?
Weiß es nicht. Oh Gott. Geplündert. Schauen wir einfach mal runter. Eventuell haben wir Glück.